Wow. Am Sonntag heißt wieder lange aufbleiben, weil der Super Bowl, das große Finale, der Tag, auf den Millionen von Football-Fans hingefiebert haben, findet in den USA statt. Und das Ganze in einem komplett ausverkauften Stadion. Geht nicht, sagen sie, weil Corona, geht doch mit einem kleinen Trick. Das ist das Raymond James Stadion in Tampa, Florida. Eine reine Football-Arena, Fassungsvermögen 65.000 Zuschauer. Und kaum zu glauben, die Ersten nehmen bereits ihre Plätze ein. Rund 40.000 Pappfiguren werden den Großteil des weiten Runds füllen. Lebensgroße Gesichter sind zu sehen von amerikanischen Otto-Normalbürgern. Diese Firma in Arizona nahm die Druckaufträge entgegen. $100 pro Kopf, der Erlös geht zugunsten eines guten Zwecks. Und die Natur lässt die Pappfans im Fernsehen fast echt aussehen. Eine coole Sache ist, als wir sie aufstellten, merkten wir, wow, starker Wind. Und die Dinger fingen an zu wackeln. Erst haben wir uns Sorgen gemacht, aber dann haben wir gemerkt, das wirkt, als würden sie jubeln. Doch auch 22.000 echte Fans sind zugelassen, alle mit gebührendem Abstand zueinander. Es gibt Maskenpflicht und Sing- bzw. Schreiverbot. So sieht das Ganze dann in animierter Form aus. Ach ja, Tickets sind auch noch zu haben, die billigsten für gut 6.000, die teuersten für $40.000, allerdings exklusive Bearbeitungsgebühren. Die speziellen Endspiel-Footballs wurden am zurückliegenden Wochenende in Ohio produziert. Die Lombardi-Trophäe ist bereits in Tampa angekommen und in der Stadt macht sich Super Bowl-Fieber breit. Das ist toll zu sehen, was die Stadt investiert, um das zu einem Riesenerlebnis für uns alle zu machen. Müssen also nur noch die Spieler am Sonntag ebenfalls ein Feuerwerk abbrennen.